Ja, hallo, hier ist Christian Mischermeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich teste heute mal ein bisschen neue Technik, aber es ist mehr für den Podcast. ja, wir haben heute das schöne Thema, ich bin meinem Mann fremdgegangen. Ja, sicherlich auch mal spannend, das aus so einer Warte zu sehen. Also, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du es über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Liebeschipp Party ist am Wochenende. Wir haben noch 3 Karten im Verkauf, glaube ich, und nochmal 5 an der Abendkasse. Und genau, heute geht der Notfallkoffer nach toxisch-missbräuchlichen Beziehungen ja auch los. Genau. Legen wir mal los. Ganz allgemein würde ich mal sagen, bei dem ganzen Thema Fremdgehen und so, ich finde immer wichtig, dass ja, nicht auf so einer, also ihr könnt das für euch persönlich bewerten, insbesondere wenn ihr in so einer, also wenn du in so einer Situation bist vielleicht, aber ich finde es immer ganz gut, das nicht so allgemein zu bewerten, sondern einfach anzuschauen, wie es ist. Was, wenn man es nicht bewertet, heißt es eigentlich nicht, dass nicht jeder, das sage ich ja immer wieder, die Verantwortung übernehmen muss für das, was er tut, nicht tut, sagt, nicht sagt. Das wollen wir ja immer gerne nicht übernehmen und wollen die Konsequenzen nicht tragen unseres Tuns, aber das bleibt uns nicht erspart. Und aber das ist auch, das ist keine Bewertung, kann ich immer wieder sagen. Es ist einfach, wie es ist, wie das Leben ist, ne? Also, wenn ich jetzt eine Bank ausraube und sag, ja, ich konnte aber nicht anders, weil Notsituation XY und mein Vater war auch schon Bankräuber, muss ich trotzdem Verantwortung übernehmen dafür, ne? Das, was auch immer das dann genau heißt. Aber ja, also insofern das einfach mal vorab. Also ich werde die Mail mal ein bisschen von hinten aufziehen. Und zwar zur Vorgeschichte, also zu unserem Vorleben. Es lief liebestechnisch, wertschätzend, auf Augenhöhe begegnend, nicht so gut zwischen uns als Paar. Das war jetzt in Klammern gesetzt, das weiß ich nicht genau, ob das heißt, ihr habt so ganz gute freundschaftliche Beziehung, aber nicht so die Chemie. Wenig Zeit, wenig Freiraum seit der Geburt unseres Kindes, dass wir sehr bedürfnisorientiert erziehen, liegt der Fokus quasi permanent auf dem Kind. Ja, das ist echt schon so ein fast so ein Zeitgeist-Problem. Das machen ja ganz viele Paare. Meiner Ansicht nach ist das so ein bisschen das Dilemma, kann ich es gar nicht sagen, unserer Generation, also schon meiner Generation und auch den danach, dass also werden vielleicht unsere Eltern vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen streng waren mit uns und gesagt haben, so kenne ich das zumindest, geh spielen, wenn die Straßenlaternen angeht, kommst du wieder rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig war, ist heute, dreht man sich ums Kind. Ich glaube, man tut dem Kind da keinen Gefallen mit. Und der Paarbeziehung auch nicht so, ne? Das ist heute so ein Problem, dass wir alle Energie geben in Kinder und auch alle Energie geben in den Job und in die Beziehung aber nicht. Die muss einfach funktionieren und irgendwann funktioniert sie ja nicht mehr. Ne? Das ist also, was vielen passiert, ohne dass sie das so im Blick haben und weil sie auch nach rechts und links gucken und andere Leute machen das genauso und ja. So, das würde ich zumindest mal überprüfen, weil jeder muss seinen Anteil in der Familie leisten, auch Kinder im Sinne von, dass sie auch ihren Eltern mal Zeit geben sollten, müssen, keine Ahnung. So, mein Mann ist im Vollzeitjob, ich im Teilzeitjob, kümmere mich daneben um Teile meiner Herkunftsfamilie, größere Teile.
So, Gott, das wird ein längeres Video, aber ist auch mal ganz cool. Und bin quasi 24/7 beschäftigt mit all den Aufgaben, die ich zu leisten habe. Ja, also wenn ich das so höre, das ist ja, wo die meisten Paare immer zu mir kommen, wenn sie so maximal angespannt sind, mitten im Leben, Eltern oder irgendwie Teile der Familie pflegen, im Job total gefordert, Kind, Teilzeit, also dann Mann Vollzeit, Teilzeitjob. Es ist, das hatte ich ganz oft in Paartherapien, dass ich dann gesagt habe, Mensch, Leute, das ist einfach zu viel irgendwie. Und dann wird dann gesagt, ja, aber es geht nicht anders. Und dann habe ich immer versucht, ja, zu ermuntern, nochmal zu gucken, ob es wirklich nicht anders geht, weil irgendwo, ob einem das passt oder nicht, irgendwo ist die Decke zu kurz, ne? Und dann, wenn man mal so richtig ausgelutscht und ausgehungert ist, dann fängt man an, Quatsch zu machen häufig, ne? Und machen Frauen und machen Männer. So, daneben habe ich insbesondere im letzten Jahr angefangen, darüber nachzudenken, ob das wirklich das Leben war, für das ich mich werde, bin in den 40ern, habe, also Anfang 40, habe nicht neidisch, aber neidend, ist völlig in Ordnung, also wenn man das, ist auch ein Gefühl, auf meinen Mann geblickt, der in seiner Arbeit seinen Meetings, seinen zahlreichen Einladungen zu tollen Events und seinen sportlichen Aktivitäten auf mich recht ausgeglichen wirkte, während ich die ersten zwei Lebensjahre meines Kindes, die das erste Jahr fast dauerstillte, leicht reizüberflutend war, sich nicht ablegen ließ, nicht Auto und nicht Kinderwagen fuhr und gefühlter permanenter sozialer Isolation verbrachte und mich sehr einsam fühlte. Kann, denke ich, jeder verstehen und wahrscheinlich die Frauen unter den Zuhörern noch viel mehr. Wo man es auch wieder gucken dürfte, vielleicht ging es nicht anders, immer wieder das gleiche Problem, ob du zu viel übernommen hast in der Familie, ne? Und natürlich auch wenig attraktiv mit einigen gefunden zu viel. Frauen sind ja immer noch kritischer als Männer mit sich. Keine Ahnung, ob das dann überhaupt stimmt, musst du auch mal gucken. Und wenig feminin. War auch froh, wenn ich mich im Tagesverlauf duschen konnte, während die Tochter so klein war. Hoffe, du hattest auch mal so eine Gruppe mit anderen Müttern. Dann hättest du zumindest das Gefühl, dass es anderen genauso geht. Mit wenig Selbstwert. So, jetzt gehe ich mal wieder zum Anfang der E-Mail. Jetzt haben wir so die Ausgangssituation. So, lieber Christian, seit einigen Tagen verfolge ich deinen YouTube-Channel. Mein Mann hat sich nach einigen Jahren Ehe und noch viel mehr Jahren Beziehung vor einer Woche auf mein Drängen durch meine Nachfragerei hin getrennt. Temporär, was auch immer das heißt, zunächst mit Hinweis darauf, dass es gegebenenfalls nur einen Neubeginn nach einem vollständigen Cut gäbe. Ja, das ist etwas ungewöhnliche Aussage für einen Mann, aber da denke ich, kommen wir später noch zu. Also Männer mögen es ja noch weniger als Frauen alleine zu sein und mögen vor allem ihre Höhle ungern verlassen. Und ja, wenn man das so plötzlich macht, sollte man immer sich überlegen, ob da nicht eine andere im Spiel ist. Nur mal so am Rande. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, denke ich. Ich habe ihn vor ein paar Monaten betrogen, fremder Mann. One-Night-Stand an einem Freundinnenwochenende in Stadt XY, in der ich mich einfach frei und gut fühle seit jeher, wenn ich dort mal bin. Mit ein wenig Nachrichtenverkehr anschließend. Ich gehe davon aus, dass der Nachrichtenaustausch noch eine Weile weitergegangen wäre, aber mein Ziel war keine Auflösung meiner Ehe, ein weiteres Treffen etc. Eine Woche später flog ich auf, sehr unschön. Mein Mann fuhr ein paar Tage weg, um klarer zu werden. Ein paar Wochen später teilte er mit, dass er es weiter versuchen wollte. Es folgten circa 4 bis 6 tolle Wochen, in denen er sich von seiner besten Seite zeigt. Ja, das ist eigentlich ein spannendes
wirklich eine spannende E-Mail, weil, also gerade Fremdgehen wird ja immer sehr, auch sicherlich teilweise von mir, 0-1-mäßig analysiert. Das Problem ist so ein bisschen, das ist gar nicht, also ich finde immer hochproblematisch das Lügen, ne? Also das Fremdgehen ist eine Sache, dass man sich vielleicht nach x Jahren Beziehung mal an jemand anders, wenn es auch nur für einen Abend ist, verguckt. Das Lügen ist halt immer so ein Problem. So, ne? Und auch jetzt in dem Fall war es ja sozusagen so eine weiße Lüge, ne? Hast es einfach nicht erzählt. Und das ist übrigens eine Frage, die ich immer gerne in meinem meiner Paartherapie-Ausbildung stelle, gerade dieses Szenario One Night Stand, lange Beziehung, danach geht es eigentlich nicht weiter. Soll man das erzählen, soll man das nicht erzählen? Und zwar weniger unter dem Aspekt, dass es da eine richtige Antwort drauf gibt. Die muss jeder für sich selber finden, sondern mehr unter dem Aspekt, dass es Situationen gibt, wo man einfach, ja, sich einfach entscheiden muss, ne? Also entweder man sagt es und riskiert damit einen Bruch in der Ehe und man sagt es nicht und ja, muss damit so einer Lüge leben. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich bin natürlich als Paartherapeut immer pro Transparenz, Ehrlichkeit. Aber gut, so ist das Leben. Nur was ist das? Es hat natürlich Konsequenzen, wenn man sowas macht, ne? Es ist überhaupt nicht so, dass es unverständlich ist, dass sowas passiert, überhaupt nicht. Und ich, wie gesagt, ich kann auch niemand sagen, ob er jetzt monogam leben soll oder nicht monogam leben soll. Oder vielleicht machen sowas ganz viele, wahrscheinlich machen sowas, passiert das ganz vielen Langzeitbeziehungen. Immer die Frage, aber wie gesagt, das muss jeder für sich einen Weg finden, wie er damit umgeht, ob sowas thematisiert wird oder nicht, oder ob man das im Vorwege als Paar mal thematisiert, wie man mit sowas umgeht. Wie gesagt, es gibt da natürlich kein völlig klares richtig oder falsch, nur, wie gesagt, das kann ich nur mal wieder sagen, man muss mit seinen Taten oder Nicht-Taten leben. Vielleicht hätte sich auch ewig geärgert, wenn du es nicht gemacht hättest. Ich weiß es nicht. Ne? So. Gut. Also es folgen circa 4 bis 6 tolle Wochen, in denen er sich von seiner besten Seite zeigt, liebevoll, zuvorkommend, überraschend, verwickelte mich permanent in Unterhaltung per Nachrichten, sodass wir im ständigen Kontakt waren. Macht mir tolle Geschenke. Wir hatten sehr erfüllenden Sex in dieser Zeit. Das sind eigentlich, also wenn man schon so eine Fremdgehsituation hat und die dann irgendwo in irgendeiner Weise aufgearbeitet wird und es in dieser Zeit besonders gut läuft, ist das eigentlich prognostisch günstig, dass man irgendwie aus diesem Mist noch irgendeinen Dünger machen kann. So, natürlich immer wieder geplagt von Vorwürfen und Streitigkeiten seinerseits, die ich kaum ertragen konnte und mich mit meinen 2 besten Freundinnen drüber austauschte. Naja, ich meine, sicherlich wird dein Mann da jetzt auch nicht alles richtig gemacht haben, aber das muss man dann aushalten, ne? Dass der andere, das sage ich auch immer wieder zu dem, der fremdgegangen ist, der muss halt aushalten, ne? Dass der andere immer wieder verletzt ist, immer wieder genervt ist, immer wieder, das ist halt so, ne? Das ist, der ist natürlich voll im Schmerzkörper dann, ne? Sonst, wenn er dich nicht lieben würde, oder ich weiß nicht, wie sehr er dich liebt, aber wenn es ihm nicht wichtig wäre, dann wird es ja auch nicht so wehtun, ne? Ja, da muss man halt durch, ne? Im Nachgang, also da finde ich dich so ein bisschen, hast du vielleicht zu hohe Erwartungen, so, ne? Im Nachgang fand ich heraus, dass er in diversen WhatsApp-Sprachnachrichten-Austausch zwischen mir und besagter Freundin, beziehungsweise 2 Freundinnen, abgehört hatte. Ja, das ist natürlich auch wiederum, genauso wie man irgendwo verstehen kann, wie du da reingerutscht bist, kann man natürlich irgendwo verstehen, wie dein Mann jetzt in Nachrichten untersuchen reinrutscht, was natürlich auch absolut nicht in Ordnung ist. Ne? Also, das ist auch ein Vertrauensbruch, genau wie deiner. Ne?
Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber das ist, ja, du hast, aber trotzdem habt ihr beide Vertrauensbrüche gemacht, ne? Macht es natürlich nicht besser, ne? Rate ich auch immer in Paartherapien mal solchen Sachen vehement von ab, dass man ja, irgendwie hinterher schnüffelt, weil das macht es nicht besser, ne? Dann distanzierte er sich plötzlich, kaum noch Nachrichten, alle Aktivitäten nahezu eingestellt. Ich bohrte nach, erfolglos, bis vor einer Woche. Dann sagte er, er habe sich entliebt, wow, quasi selbst geheilt mit der Distanz zu mir und sehe es nicht mehr als seine Priorität an, mich glücklich zu machen. Ja, dazu ist natürlich niemand verpflichtet in keiner Beziehung. Aber ist natürlich eine kühle Aussage, ne? Ja. Auf meine Nachfrage, ob ich das als Trennung verstehen könnte, folgte ein zögerliches Ja. Gut, wir haben jetzt ja, wie gesagt, dieses gemeinsame Kind, kleinere Kind, sie ist Gold wert, aber die Zeit seit ihrer Geburt hat unser Leben komplett verändert, da sie kein Anfängerkind war, kaum Paarzeit, diverse verpflichtende familiäre Aufgaben, unsere Jobs, wenig Wertschätzung und Achtung füreinander. Ja gut, da ist ja scheinbar schon vorher nicht alles so gut gelaufen. So. Jetzt sucht er eine Übergangswohnung, kommt aber nicht richtig in Gang, unser Haus, zumindest auch sein Zuhause, zu verlassen. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Ich meine, ihr seid natürlich jetzt das klassische Paar für eine Paartherapie. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, dass in der Mail jetzt alle genau, wie es der Mann jetzt genau geht, zu erahnen, aber das wäre nicht jetzt ein klassisches Szenario von der Paartherapie. Das ist natürlich eine schwierige Situation, also da rate ich immer so von ab, wenn man eine Trennung ausgesprochen ist, dann noch weiter unter einem Dach zu wohnen, zumindest dann temporär mal, weil dann muss es auch mal gelebt werden. Sonst sagt jemand, der trennt sich und macht allen möglichen Kram. Und weil man ist ja getrennt, jetzt darf man es ja, und dann treten noch mehr Verletzungen auf und ihr müsst ja irgendwie noch lange, zumindest als Eltern, funktionieren, selbst wenn ihr euch trennt. Und das ist schwierig. Bis hin nicht zu empfehlen, würde ich sagen. Zudem ist es schwierig, da wir noch Verantwortlichkeiten in deiner Familie sind, worum du dich immer kümmern musst. Es ist vertraglich, kann nicht verstehen, warum er plötzlich so kühl und distanziert ist. Hat es nicht im Blick, dass es so kommt, dachte, wir seien wieder auf gutem Wege. Aber offensichtlich weit gefehlt. Ja, das ist ein schwieriger Prozess immer, ne? Irgendwas geht mir quer mit einer Arbeitskollegin, die er vor einer Woche anführte, auf meine Nachfrage, ob er Kontakt zu einer anderen hat. Er sagt, er mag sie einfach nur, hat sie circa, ein, zwei Monate vor meinem Wanderzinn auf einer Firmenfeier kennengelernt. Ich möchte nichts unterstellen, aber glaube, sie hat irgendwas damit zu tun, dass sich seine Sichtweise geändert hat. Auch wenn er tatsächlich nur einen freundschaftlichen Kontakt zu ihr hat. Also, könnte gut sein. Könnte sehr gut sein. Wie gesagt, Männer ziehen sich eigentlich ungern plötzlich zurück, wenn sie niemand anders haben. Gibt's natürlich. Aber jetzt, das wäre so ein typisches Szenario, wo ich denken würde, naja, würde ich auch denken, hat jemand anders. Es muss ja auch nicht sein, dass da groß irgendwas läuft. Kann ja nur sein, dass die sich endlos austauschen und sich dann irgendwie emotional näher kommen. Keine Ahnung. Was natürlich jetzt, auch das ist ein Szenario, was ich oft in meiner Ausbildung thematisiere. Was ist denn jetzt schlimmer, ne? Ein One-Night-Stand oder sozusagen emotionale Annäherung, was häufig Männer und Frauen unterschiedlich beantworten. Ich glaube, für Frauen ist es schlimmer, die emotionale Annäherung, für Männer ist es schlimmer, die sexuelle. So, er hat sie als Vertrauensperson hinzugezogen, da er zwar einige Kumpel hat und überall beliebt ist, aber keine richtige Vertrauensperson zum Reden hatte für seine Probleme.
und mit ihr auch mehrfach über unsere Ehe, meinen Betrug gesprochen hat, wie er sagt. Mich hat diese Wandlung komplett rausgerissen. Ich kann seit einer Woche weder logisch noch rational denken und handeln. Und ja, gehe von einem Tag in den nächsten. Ja, ist ja auch eine gute Zeit, sich da vor Ort mal jemand zu suchen, denke ich. Dem man auch mal live reden kann. Dann. Ende letzten Jahres hat sich mein Mann viele Videos von dir angesehen und daraus geschlussfolgert, dass er mir nicht wieder vertrauen und auch nicht verzeihen kann. Das wüsste ich jetzt nicht, aber zieht ja jeder was anderes aus den Videos, aber könnte ich jetzt nicht sagen, welche Videos das denn gewesen sein sollten, aber gut. Jetzt habe ich mir auch einige deiner Videos angesehen, vor allen Dingen allen zum Umgang mit Fremdgehen. Ja, das wären auf jeden Fall die richtigen, das gerade, die ich am Anfang gemacht habe. Die kann ich drunter auch nochmal verlinken. Das ist ja auch so jenseits dieser toxischen Beziehungsdynamik. Und genau, ein Thema, was auch in Langzeit nicht jetzt direkt toxischen Beziehungen vorkommt und ja. So, jetzt habe ich mir auch einige deiner Videos angesehen und teile seine Auffassung nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, wo er das jetzt so her hat, dass er dir auf gar keinen Fall jemals wieder vertrauen kann. Aber ich meine, das muss er natürlich für sich sagen. Ich meine, das können die auch keine Videos sagen. Also, was ich ja schon immer sage, wenn ich jemanden nicht verzeihen kann, aber was sich überhaupt nicht abgezeichnet hat hier, dann macht es keinen Sinn, in der Beziehung zu bleiben. Aber an dem Punkt seid ihr ja noch gar nicht. Ne? So. Ihr seid aber auch nicht noch nicht an dem Punkt für eine Trennung. Ich glaube, das ist der Drops ist noch nicht gelutscht, würde ich mal sagen. So, zu Anfang wollte er eine Paartherapie machen. Ich hielt es nicht für nötig, da ich ständig damit beschäftigt war, nebst meiner diversen Verpflichtungen, mich gegen seine Angriffe und Vorwürfe zu verteidigen. Ja, das war sicherlich, das hättet ihr machen, das wäre sicherlich besser gewesen, das zu machen. Das ist immer blöd, wenn man das ablehnt, weil das wirkt dann so, als wenn man sich nicht auseinandersetzen will. Und dass man das so wegwischen will, das Thema, und das kommt häufig bei dem Betrogenen nicht gut an. Angriffe und Vorwürfe, ja, gut, er ist jetzt natürlich ein Schmerzkörper, aber sind, ja, ist verständlich, aber ist nicht hilfreich, ne? Um es zu heilen, erzählte ich ihm übrigens auch die Details jener Nacht, wie ich in deinen Videos höre, komplett falsch. Ja, gut, solange man es nicht weiß, macht man halt, was man meint, was richtig ist, aber tatsächlich ist auch das. Empfehle ich das nicht. Jetzt möchte ich es und er verweigert es. Mein Fakt, ich liebe ihn und wünsche mir ein wahres Leben mit ihm, unserem Kind und dem weiteren Familienkreis. Ich habe keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, mich wieder in sein Herz zu manövrieren. Es fällt mir schwer, ihn gehen zu lassen, obwohl ich weiß, dass ich ihm die Distanz gewähren muss. Wobei ich manchmal auch Zweifel habe, dass er es tatsächlich will, weil er sich dafür nicht genug kümmert. Zum Beispiel um einen raschen Auszug. Okay. Ja, also ihr solltet dringend eine Paartherapie machen. Das ist für mich natürlich jetzt echt schwer zu sagen, was ihr da machen sollt. Aber ich empfehle ja immer wieder einen Misch von liebevoll sein mit ganz klaren Grenzen so, ne? Und ich würde ihn fragen, was heißt denn das jetzt, Trennung? Was hast du vor irgendwie? Du wirst ganz trocken ansprechen, heißt das jetzt, du datest andere Frauen irgendwie? Also dass es wirklich auf dem Tisch liegt mal, was jetzt eigentlich Sachlage ist so. Und sicherlich kann man das jetzt mal ein paar Wochen sich angucken jetzt, aber wenn er jetzt wirklich nachhaltig sagt, wir sind getrennt, ich werde andere Frauen daten und so weiter und so weiter und so weiter, dann muss er auch die Trennung spüren. Also jetzt nicht als Bestrafung, sondern das wäre halt ein gesundes Grenzen setzen, dass du dann sagst, ja, dann hätte ich aber auch gerne, dass du das irgendwie, weiß nicht, aus vom Hotel ausmachst oder dir irgendwie, weiß nicht, Kurzzeitwohnung suchst für einen definierten Zeitraum. Ihr solltet dringend in Paartherapie gehen. Das
wirklich schwer, das ohne zu handeln. Aber wenn er nicht will, kannst du natürlich nichts machen. Wenn das dann tatsächlich dazu führt, dass er vielleicht irgendwann geht, die Trennung aufrechterhält, würde ich immer wieder sagen, hey, ich liebe dich, ich muss es akzeptieren. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst ihn nicht in sein Herz zurückschleichen, aber du kannst jetzt wirklich, du kannst ihn auch aus der Entfernung lieben, keinen Stress machen, aber am attraktivsten ist es tatsächlich auch, wenn man eine sehr selbstliebende Haltung hat und die wäre dann zu sagen, denke ich, ja, dann mache es, aber nicht hier, dann wasche ich dir nicht noch die Socken irgendwie, ne? Das ist tatsächlich die attraktivste Haltung, nicht, dass du dich jetzt total klein machst und jetzt lebt er sich aus und du musst dabei zugucken irgendwie, das ist nicht ein guter Weg, sich in ein Herz von jemand zurückzuschleichen, wie du sagst, sondern muss ich auch gar nicht schleichen, sondern du sagst, ja, würde jetzt anfangen, an dir zu arbeiten, warum ist das passiert, warum habe ich die Grenzen gebrochen, warum, was ist mit meinem Selbstwert, was möchte ich tun, wie möchte ich an mir arbeiten, das ist das Beste, was du jetzt tun kannst, ne? Selbstwert erhöhen. Und ich würde mir ja wünschen, dass ihr euch, mein Gott, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, jetzt habe ich auch mal hier ein One-Night-Stand oder so. Ja, vielleicht ist es so, aber ich würde mir natürlich wünschen für euch, dass ihr euch das irgendwann verzeihen könnt und seht vielleicht als Midlife-Crisis total gestresst. Also ich glaube, dass da der letzte Drops noch lange nicht gelutscht ist. Und selbst wenn Männer mal gehen oder meinen, gehen zu wollen, kommen doch auch häufig zurück, weil sie merken, ja, so toll ist das andere jetzt auch nicht, selbst wenn jemand anders jetzt mal zugehört hat. Aber ohne, dass ihr da in irgendeiner Form eine Beratung macht, wird das, glaube ich, schwierig, weil da gibt es ja eine lange Vorgeschichte von Unzufriedenheiten, offensichtlich einer schwierigen Kommunikation. Und ja, da müsste, glaube ich, so einiges aufgearbeitet werden. Aber da seid ihr jetzt mittendrin. Das ist, glaube ich, das ist nicht der letzte Step, würde ich mal sagen. So, schon viel zu lang das Video. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hoffe, in Berlin.